Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ich bin Sam und heute gibt es die nächste Folge von Sam the Coach. Ihr seht schon am Titel 5 Tipps für Trainer. Wenn du ein Trainer bist oder wenn du ein Trainer sein willst, sei es Fußball, Basketball, egal was, ja, wenn du jemanden trainieren willst, ihn verbessern willst, dann musst du diese 5 Tipps drauf haben, trainieren und können. Und ich denke, wir starten rein mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist Fragen. Ja, du solltest denjenigen, den du trainierst, deine Mannschaft, deinem Spieler, den du trainierst, dem solltest du Fragen stellen. Wenn er einen Fehler gemacht hat, solltest du ihn fragen, wieso hast du den Ball jetzt dahin gespielt? Ja, wieso hast du jetzt aufs Tor geschossen? Solltest du ihm Fragen stellen? Ja, du solltest nicht sofort, das war falsch. Ja, so solltest du auf keinen Fall reagieren, denn das verunsichert deinen Spieler und deine Mannschaft nur und dann macht er diese Fehler öfter, weil er eben Angst hat, dann diese Fehler nochmal zu machen. Also frag ihn zum Beispiel, ja, wieso hast du jetzt schon aufs Tor geschossen oder wieso hast du den Ball in die Mitte gepasst? Und dann kannst du ihm eben verbessern und sagen, wie man es besser machen kann. Der zweite Tipp ist, viel zu reden. Du solltest mit deinen Spielern und mit deiner Mannschaft viel reden. Gerade wenn du Sachen ändern möchtest oder wenn dir etwas nicht so gefällt, ja, wie deine Mannschaft auftritt, dann solltest du mit ihr viel reden, ja, auch wie gesagt, Fragen stellen, habe ich gerade schon gesagt, kommuniziere mit deiner Mannschaft, frag sie, was sie anders machen möchte oder frag sie, wo sie sich unsicher fühlen, beziehungsweise sag auch, wie du dich fühlst, ja, wenn ihr auf den Platz geht beim Training. Sag ihnen zum Beispiel, was du gut findest oder was du verbessern möchtest. Und das ist sehr wichtig als Trainer, dass man eben viel mit der Mannschaft redet. Der dritte Tipp ist dann, die Tipps zu geben. Wenn du Fragen gestellt hast, so wie ich das ja gerade schon erklärt habe, und wenn du mit deiner Mannschaft und deinen Spielern viel redest, dann kannst du ihnen Tipps geben. Dann hören sie dir nämlich zu, dann merken sie, mit dir kann man gut reden. Du kümmerst dich um die Spieler, ja, und du weißt, wie man mit Spielern umgeht. Du gehst auf Kleinigkeiten ein, du gehst auf Fehler ein und. Dann kannst du eben die Tipps geben, wenn du diese 2 Schritte vorher gemacht hast. Dann kannst du Sachen korrigieren, verbessern, Kleinigkeiten, Details anstreben, ja, an kleinen Schrauben stellen, drehen, meine ich. Und das solltest du dann aber auch mit der ganzen Mannschaft machen, beziehungsweise mit dem Abwehrverbund, mit der Viererkette oder eben mit den Stürmern, wenn du Sachen im Sturm klären möchtest, zum Beispiel die Laufwege bei Flanken oder ja, was es alles gibt, dann kannst du eben Tipps geben und das sollte ganz wichtig nicht zu viel Input auf einmal sein. Ja, du solltest nicht deine Spieler und deine Mannschaft mit Sachen vollballern. Konzentrier dich erstmal auf die wichtigen Dinge, die du erstmal verändern bzw. verbessern möchtest. Und dann kommen wir zum vierten Tipp, jetzt direkt danach. Da geht es nämlich dann um die Ausführung. Wenn du Sachen verbessern möchtest bzw. verändern möchtest, ja, wenn dir Sachen nicht gefallen oder wenn du Sachen trainieren möchtest, dass die Mannschaft es besser kann, dann solltest du erstmal auf die Ausführung achten, ja, dass die Abläufe stimmen, die Laufwege, dass die Technik stimmt, ja, dass die Spieler den Ball erstmal richtig annehmen können und dann weiterspielen. Das sind so ganz kleine, extrem wichtige Sachen. Und kommen wir dann noch zum letzten Tipp, Tipp Nummer 5. Das ist die Taktik. Das kannst du dann erst anwenden, wenn du die 4 Tipps wirklich drauf hast, also 1 bis 4, ja, wenn du die 4 Tipps drauf hast, dann kannst du an der Taktik fallen. Zum Beispiel, wann wechselt ihr auf ein 4-2-3-1? Was macht ihr, wenn ihr in Führung liegt? Und. Diese Sachen, Nummer 5, ja, das kannst du erst machen, wenn du die 4 anderen Sachen mit deiner Mannschaft schon gut drauf hast. Außerdem solltest du dann mit ihnen besprechen, wann du im Spiel wechselst, welche Spieler wann reinkommen und so weiter. Aber wie gesagt, das kannst du erst machen, wenn du diese 4 Tipps drauf hast, mit deinen Spielern reden, die Ausführungen dabei zu beachten und halt Tipps zu geben. Das ist halt, wie gesagt, verdammt wichtig, um ein guter Trainer zu werden, sei es Basketball, Fußball, Tennis, hast du nicht gesehen, ja, das sind...